Hallo, heute Abend möchte ich euch den Dogi P1 Pico Beamer vorstellen. Das ist ein kleiner Beamer, beispielsweise erhältlich aus China-Shops, der ja eine Auflösung von 854 mal 480 Pixeln hat und eine Projektionsfläche von circa 100 Zoll an den Tag geschafft. So, aktuell befindet sich der Beamer in einem Abstand von circa 1,60 Meter zur Leinwand und wirft damit eine Projektionsfläche an die Leinwand mit ca. 1,30 Meter Diagonale. So, er schafft maximal 100 Zoll, also das entspricht ca. 2,5 Meter Diagonale, bei einer Helligkeit von ca. 70 Lumen. Dabei kommt es aber natürlich auch auf das Umgebungslicht darauf an, sowie auf die Entfernung zur Leinwand. Je weiter er von der Leinwand wegsteht, desto dunkler wird das Bild. Momentan findet sich hier in dem Raum eine einzige Lampe, die ca. 40 oder 50 Watt haben dürfte. Diese werde ich auch gleich mal ausschalten. Der Beamer selbst hat leider keine Anschlüsse außer Micro-USB zum Aufladen und USB, um einen USB-Stick oder ähnliches daran anzuschließen. Man kann auch einen USB-Hub anschließen, damit man die Fernbedienung, die leider nicht per Bluetooth, sondern über einen zusätzlichen USB-Stick verfügt, und einen USB-Stick daran anzuschließen. Ja. So. Schnittstellen hat der kleine Beamer WLAN und Bluetooth. WLAN unterstützt dabei Netze mit 2,4 sowie 5 GHz. Zusätzlich kann der Beamer aber auch noch Videos und Bilder von Geräten wie Notebooks, Tablets oder Smartphones per Miracast, DLNA oder AirPlay streamen. Und hier seht ihr gerade mal die Fernbedienung. Diese war im Lieferumfang enthalten und läuft mit zwei Dreifach-A-Batterien. Der Beamer hat etwa eine Akkulaufzeit von 3 bis 3,5 Stunden und hat einen Akku mit ca. 4,8 Ampere-Stunden. Ja, okay. Jetzt möchte ich noch ein paar Testvideos sowie Testbilder zeigen, wo ich das Bild, ja, damit ihr euch ein besseres Bild von dem Bild machen könnt. Okay, das ist der vorinstallierte Dateibrowser und jetzt habe ich einfach mal Big Bug Bunnies heruntergeladen. Dieser ist auf einem USB-Stick mit Exfat-System. Also das ist schon sehr praktisch, denn FAT32, was die gängigsten Geräte heutzutage leider immer noch nur unterstützen, unterstützt maximale Dateigrößen bis 4 GB, was bedeutet, wenn ihr einen Full-HD-Film habt, habt ihr leider schlechte Karten. Aber der Beamer unterstützt glücklicherweise FAT32, NTFS und exFAT, also die gängigsten Formate heutzutage. Aber leider könnt ihr keine Speicherkarte direkt anschließen, sondern wie gesagt nur mit einem Card Reader über USB. Zusätzlich verfügt die Fernbedienung auch über eine Mausemulation, mit der ihr einfach ja, über die Pfeiltasten an der Fernbedienung eine Maus emulieren könnt. Jetzt werde ich gerade mal das Licht ausschalten, damit ihr ein besseres Erlebnis habt. Ja, der Beamer selbst verfügt über einen Lautsprecher mit ca. 3 Watt, aber leider keinen Klinkenanschluss, um beispielsweise einen externen Lautsprecher damit zu verbinden. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr dank der Bluetooth-Schnittstelle externe Lautsprecher mit Bluetooth damit verbinden.
So, hier mache ich jetzt mal einen kurzen Schluss und zeige euch die Bildfunktion. Ein großer Vorteil dadurch, dass Android installiert ist, ihr könnt einfach USB-Sticks anschließen oder auch teilweise Spiele und Apps installieren, wie beispielsweise Kodi, um damit über das Netzwerk Videos zu streamen. Damit habe ich aber leider bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht, also Videos größer als 720p, sprich HD, über WLAN zu streamen, klappt nicht sehr gut. Am besten ist es immer noch per USB-Stick oder HDMI, aber HDMI hat der Beamer leider nicht. So, Bilder. Das sind jetzt alles Bilder mit ca. 18 Megapixel. Und dann schauen wir die uns jetzt mal an.